Da ist er. Gastgeber und Gast gleichzeitig. Er hat die katholische Jugend zum Welttag eingeladen und er ist selbst zum ersten Mal Gast in einem osteuropäischen Land. Die angereisten Jugendlichen freuen sich auf Franziskus, aber die Polen bleiben reserviert. Sie sind vor allem stolz auf ihren Papst. Überall Johannes Paul II. Wer im Souvenirladen Franziskus finden will, muss lange suchen. Johannes Paul II. Ist der Heilige mit dem Heimvorteil. Er ist die höchste Autorität. Wir sind so furchtbar stolz, dass er Papst war, dass er unser war, dass er Pole war. Johannes Paul war besser. Ich weiß nicht, was Franziskus bisher gemacht hat, aber ich habe gehört, dass er Islamisten unterstützt. Ich meine, gegenüber Islamisten nachsichtig ist. Ich habe den Eindruck, dass viele Franziskus wie einen Nachahmer von Johannes Paul II. Sehen, weil er so offen gegenüber den Jungen ist. Aber Johannes Paul war der Erste, der diesen offenen Dialog geführt hat. Ein lateinamerikanischer Jesuit, offen für Fremde, für die Armen, für eine Kirche ohne Pomp, das passt schlecht zur konservativ-klerikalen Regierungspolitik hier. Nach ein paar freundlichen Worten über den polnischen Papst, über deutsch-polnische und polnisch-russische Versöhnung, redet er auch über Flüchtlinge. Man müsse bereit sein zur Aufnahme derer, die vor Krieg und Hunger fliehen. Er fordert Solidarität gegenüber denen, die ihrer Grundrechte beraubt sind, auch des Rechts, sich zu ihrem eigenen Glauben zu bekennen. Die polnischen Regierenden hören sich das ungerührt an. Man bleibe bei der Haltung, Menschen mit Zwang nach Polen zu bringen, das wolle man nicht, sagt Staatspräsident Duda später. Der Dissens mit Franziskus bleibt, meinen Beobachter. Es ist für ihn eine so fundamentale Frage, so identisch mit dem Christentum, dieses sich öffnen für einen Menschen in Not, dass es ihm schwerfällt, die verschlossene Haltung hier zu verstehen. Von den Jugendlichen aus aller Welt wird er vielleicht besser verstanden. Am Abend zeigte er sich erstmals am Fenster seiner Herberge, spricht über den Glauben und dann: Macht nicht zu viel Lärm. Gute Nacht. Morgen sieht man sich wieder bei der Willkommensmesse.